Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Wir testen heute mal die Asian Thunder von GBV Vego. Wir hatten schon mal Asian Thunder, falls ihr euch daran erinnern könnt. Das war dieses Bulk Pack. Hier haben wir jetzt eine andere Variante, und zwar haben wir hier verschiedene Farben, und zwar 6 verschiedene. Schwarz, lila, rot, grün, gelb und blau. Ich weiß nicht, ob die auch so die Effekte haben oder nicht. Ich habe sie bei der Feuerwerksvitrine gekauft letztes Jahr, und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir uns draußen die Teile einfach mal an. Preislich kann ich euch jetzt gar nicht mehr sagen. Ich denke mal 2-3 Euro, wenn überhaupt. NEM haben wir übrigens 3,7 Gramm pro Single Shot. Das hatten wir auch bei den normalen Asian Thunder, also diese etwas kleineren, falls ihr euch daran erinnern könnt. Wenn nicht, mache ich mal eine Verlinkung hier oben beim i, und dann geht's da zu den anderen Bombenrohren. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt mal raus und testen die Asian Thunder in, ja, bunt. So Freunde, dann haben wir hier den Asian Thunder. Ich habe da mal einen kleinen Verbund gebastelt. Lässt sich besser anschauen, denke ich mal. Von der Lautstärke her eigentlich ganz gut.